Donnerstotti hier mit einem Review zum Thema Selbstbestimmungsgesetz. Und zwar sehen wir uns heute an die Stern-TV-Folge vom Sonntag, den 29. Mai 2022, wo unter anderem das geplante Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland diskutiert wurde. Die Ampelkoalition plant für dieses Jahr noch ein Selbstbestimmungsgesetz zu verabschieden. Die Bundesregierung bzw. Sven Lehmann, der Queer-Beauftragte, sogenannte, der deutschen Bundesregierung, hat angekündigt, noch vor Sommer Eckpunkte des Gesetzes zu präsentieren. Schauen wir uns einmal an, was in der Sendung Gegenstand der Diskussion war. Am Mittwoch, da haben wir oft über Menschen berichtet, die, wie man so sagt, im falschen Körper geboren wurden. Also Frauen beispielsweise, die als Junge zur Welt kamen und auch umgekehrt. Und wir haben viel darüber gelernt, was mit Hormonen... Also kein Mensch auf der Welt ist im falschen Körper geboren. Das ist ein Narrativ, das sehr gerne von transaktivistischer Seite verbreitet wird, um ja wahrscheinlich Sympathien oder ein Verständnis zu erreichen für die Situation, in der sie sind. Falsch daran ist, neben der Tatsache, dass Kindern, das werden wir auch später dann hören, dass auch Kindern vermittelt wird, dass sie im falschen Körper geboren seien, dass es gibt keinen Beweis dafür. Also ich musste gleich in den ersten Sekunden mal stoppen, weil er, also als Moderator, der ja eigentlich neutral sein sollte oder zumindest nicht ganz so offensichtlich parteiisch, gleich eins der stärksten Narrative der einen Seite zu präsentieren, finde ich schon etwas gewagt. Und wie gesagt, es gibt keinen Beweis dafür, dass oder keine wissenschaftlichen Arbeiten, dass es so etwas gäbe, wie ein, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, wahrscheinlich wie so ein, wie ein Geist oder eine Seele, die im Kopf lebt, die das eine Geschlecht hat und in einen Körper gefahren ist, der nicht zu diesem Geschlecht der Seele passt. Was auch mit Operationen möglich ist inzwischen, um diese Laune der Natur zu korrigieren. Dabei vergisst man aber ganz schnell auch, dass das Glück transsexuell oder besser... Was ist die Laune der Natur? Die Laune der Natur ist also, dass eine Genderseele in einen Körper fährt und die Natur hat sich das so überlegt. Die hat sich gedacht, die Menschen haben alle eine Seele und oder einen Geist. Und manchmal vertue ich mich und dann ist der falsche Geist im falschen Körper, also der richtige Geist im falschen Körper. Ich finde, damit wird so eine Körperfeindlichkeit transportiert, die seinesgleichen sucht. Weil alleine die Idee, dass etwas an dem eigenen Körper falsch sein könnte, schon eine fatale ist. Hanna Corales, 23, Studentin. Seit 3 Jahren lebt sie als Transfrau. Ich bin dafür, dass transidente Menschen ihren Namen und Personenstand ohne bürokratische und finanzielle Hürden ändern dürfen, auch schon mit 14 Jahren. Schon immer ein Mädchen sein, das war ganz klar. Ich wollte immer lange Haare haben, habe immer mit dem Mädchen gespielt, wollte alles das machen, was Mädchen durften, was mir dann halt aber ja nicht erlaubt war. Und die Erzieherin kam dann auch schon auf meine Mutter zu und meinte, ja, ich glaube, ihr Sohn ist im falschen Geschlecht. Auch da wieder, ihr Sohn ist im falschen Geschlecht. Scheinbar schon von der Erzieherin, finde ich absolut nicht richtig. Also, dass man Kindern, und ja, natürlich gibt es das, und man soll das natürlich auch zulassen, natürlich gibt es das, dass Buben, manche Buben gerne mit, was man Stereotyp eher Mädchen zuschreiben würde, mit Spielsachen spielen, die man eher bei Mädchen vermuten würde, aber, oder... Ja, da wird auch von langen Haaren geredet. Ich weiß nicht, was das Problem ist, wenn man als Kind, selbst wenn man als Kind vielleicht der Meinung ist, man sei vielleicht eher ein Mädchen, weil man eben diese ganzen Dinge mag, die ein Mädchen mag, dann soll man die doch tun können, ohne dass einem Erwachsene erzählen, man sei im falschen Körper geboren.
Doch Hannas Mutter will das lange nicht wahrhaben. Sich als trans zu outen, das traut sich Hanna Corrales in ihrer kompletten Jugendzeit nicht. Irgendwann habe ich mich dann vehement dagegen gewehrt, meine ganze Jugend halt. Aber irgendwann reicht das auch nicht mehr aus. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich nicht mehr aus dem Haus traut, wo man sich versteckt, weil man ja den menschlichen Körper einfach ablehnt. Und dieser Zeitpunkt ist dann gekommen. Den menschlichen Körper einfach ablehnt. Ich glaube, das, was sie beschreibt hier, oder mit diesen Worten beschreibt, ist die sogenannte Dysphorie, also eine starke Ablehnung des eigenen Körpers, bei Geschlechtsdysphorie eben des eigenen Geschlechts. Das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen und ist eben bei transidenten Menschen eines dieser Merkmale, dass man eben trans ist. Aber an dieser Stelle möchte ich schon auch sagen, dass nicht nur Transleute eine Geschlechtsdysphorie haben. Ja, also gerade in der Pubertät gibt es viele Mädchen auch, die eine solche Dysphorie empfinden, also den eigenen Körper zum Teil ablehnen, nicht wohl im eigenen Körper fühlen. Ja, also ich stelle es mir ganz schrecklich vor, wie man sich fühlen muss, wenn dieser Leidensdruck, diese Ablehnung so stark ist, dass man dann wirklich sagen will, okay, ich will etwas an meinem Körper ändern. Ich habe das extra nochmal nachgeschlagen. Wenn ich jetzt meinen Vornamen amtlich ändern möchte in Serdar oder in Günther oder was auch immer, dann kostet mich das maximal 255 genau. Euro, in aller Regel deutlich weniger. Wenn Sie Ihren selbstgewählten Namen Hanna amtlich eintragen lassen wollen, dann geht das... Okay, ich möchte was dazu sagen. Warum kostet die Namensänderung etwas? Also der Staat hat ein großes Interesse daran, dass, also weil er ja die Staatsorganisation auch stellen muss und führt ja auch Listen und alle möglichen Informationen über seine Bürger und Bürgerinnen, um die Bevölkerung auch zu organisieren und zu schauen, ja, dass alle friedlich und nicht im Chaos miteinander leben. Und da hat er natürlich ein großes Interesse daran, dass diese Namen, die die Bürgerinnen und Bürger haben, nicht alle zwei Monate wie wild geändert werden. Ja? Und natürlich hat das einen Sinn, dass das dann doch sehr teuer ist, seinen Namen zu ändern. Auch wenn es viele Gründe gibt und viele gute Gründe, warum man den eigenen Namen ändern möchte. Also es gibt ja Menschen, die mit einem Namen aufwachsen, der ihnen überhaupt nicht gefällt. Und irgendwann, wenn sie älter sind, suchen sie sich einen schöneren Namen aus und ändern diesen dann. Und der Staat möchte eben diesen Missbrauch verhindern und macht das kostenpflichtig und nicht gerade billig. Ja? Also es ist jetzt nicht so, als ob man da irgendwie zum Amt gehen kann und am nächsten Tag heißt man Anna. Das würde einerseits ein Chaos verursachen und wenn jemand das wirklich gezielt, also ein Straftäter das gezielt verwendet, der würde das dann alle paar Monate machen, weil es immer mit jedem Namenswechsel sich die Fahndung erschwert. Ja? Also da müsste man ja immer auch abspeichern, okay, die Person hat vor einem Jahr noch so geheißen, jetzt heißt sie anders und. Also man müsste das dann immer zurückverfolgen können. Auf jeden Fall erleichtert es nicht die Arbeit oder die Organisation innerhalb des Staates. Das sind die Tausende? Genau. Und es dauert Monate? Ja. Und der Kanzler hat Ihnen versprochen, dass... Das hat er jetzt falsch dargestellt, denn diese 1800 Euro sind nicht für die Namensänderung. Er sagt, er vergleicht die Namensänderung einer Person mit der Personenstandsänderung einer Transperson und sagt, mir kostet das nur 200 Euro und dir kostet das 1800 Euro. Das meiste Geld geht tatsächlich für die Gutachten drauf, ja. Was zu ändern, ist ja, das auch ein bisschen... Ich hoffe, dass das auch bald passiert. Ne? Aber betrachten Sie das als Ihren Erfolg jetzt, dass über ein Selbstbestimmungsgesetz verhandelt wird? Auf jeden Fall. Dass das fest im Koalitionsvertrag steht, ist für mich ein ganz, ganz großer Erfolg für die ganze Community. Wir kämpfen seit über 40 Jahren dafür, dass dieses veraltete und diskriminierende, auch teils rassistische... Okay, wir kämpfen seit 40 Jahren dafür, dass das TSG abgeschafft wird. Falsch. Das TSG war schon damals, 1980, ein Zugeständnis an Transsexuelle, weil es tatsächlich kein solches Privileg für
sonst irgendjemanden in der Bevölkerung gibt. Versteht mich nicht falsch, wenn man sich die Geburtsurkunde anschaut, ja, oder jedes andere Dokument. Ein Dokument ist ein Schriftstück, das Fakten zeigt. Und bis auf eben den Namen, und das wird auch entsprechend teuer gehalten, kann man keine Information in diesem Dokument ändern lassen. Also sprich, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ah, ich hätte gern die Uhrzeit geändert, meine Geburtszeit geändert, weil mir gefällt 17.17 Uhr besser, da hat man ein besseres Sternzeichen, ja. Oder viel, viel perfidere Gründe, ich will mich jünger machen oder älter, weil, aus welchen Gründen auch immer, um vielleicht Gesetze zu umgehen. Man kann eben Geburtsort nicht ändern, das kann man alles nicht ändern. Das heißt, dass der Gesetzgeber einräumt, einer Personengruppe, so etwas wie den Personenstand zu ändern, der ja auf dem biologischen Geschlecht basiert, das sich ja gar nicht ändern lässt. Also ich weiß, es gibt dann eben Hormontherapien, die dysphorischen Transsexuellen angeboten werden, um gewisse Merkmale vielleicht weniger bar zu haben, wenn man ein Mann ist, oder ja, vielleicht ein bisschen weichere Gesichtszüge zu bekommen. Man bekommt Hormone oder man kann sogar zu sogenannten geschlechtsangleichenden OPs greifen. All das ist möglich, aber eine tatsächliche Transition wird ja nie vollzogen. Ja? Also man ändert ja nur oberflächlich das Erscheinungsbild und ganz und gar nicht das biologische Geschlecht. Sowas ist einfach nicht möglich. Also man ist auch trotz Hormonen oder trotz OPs am Ende des Tages biologisch ein Mann. Und das Gesetz tut aber dann so, als ob es sich um eine Frau handeln würde, wenn man jetzt von Mann, männlich auf weiblich den Geschlechtsantrag ändert. Und damit schafft es eine legale Fiktion, ja, weil damit nicht mehr die Realität abgebildet ist, sondern eine Fiktion. Und zum anderen verstehe ich aber auch, dass es nicht zu niedrigschwellig sein darf, weil wir sprachen ja auch über Minderjährige, weil ich glaube, das ist eine so schwerwiegende Entscheidung, bei der man nicht weiß, welche Ursache sie hat. Ist es eine Persönlichkeitsstörung oder ist es einfach nur eine Identifikation oder was auch immer, dass man die nicht zu leicht machen muss. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine Prüfung geben sollte, aber wie diese Prüfung auszusehen hat, das sollte man gemeinsam absprechen und dabei vor allen Dingen auch die Würde der Menschen wahren, die ein gravierendes Problem haben. Also das Problem ist ja aber wirklich, das muss man ganz klar sagen, es geht hier um einen Namen und ein Dokument. Also ganz kurz nur, Serda, kluge Mann. Es geht hier nicht um Operationen. Genau. Okay. Sie sagt, es geht um einen Namen und ein Dokument. Schauen wir uns das mal ganz kurz an, denn das ist einfach nicht wahr. Was ist die Situation? Tatsächlich hat die Ampelkoalition, die deutsche Bundesregierung aus SPD, Grüne und FDP, noch keinen Gesetzesvorschlag selbst vorgebracht. Was es aber gibt, ist den Gesetzesvorschlag der Grünen vom letzten Jahr. Die FDP hat letztes Jahr um diese Zeit auch einen eigenen Vorschlag eingebracht, der nur in wenigen Punkten mit dem grünen Vorschlag nicht gleich lautet. Aber will das gleich von vornherein feststellen. Denn hier bei der Show wird getan, als ob das neue Gesetz de facto einen Satz hat, wo drinnen steht, alle 14-Jährigen und darüber, also alle, die älter sind als 14, dürfen ins Amt spazieren und sich seinen Geschlechtseintrag ändern. Tatsächlich ist der Entwurf der Grünen 24 Seiten lang. Und nochmal ganz kurz, ja, jetzt könnte man sagen, gut, das waren die Grünen von vor einem Jahr, im Jahre Schnee, ja. Es war trotzdem erst vor einem Jahr. Sie waren damals zwar in der Opposition, deswegen ist der Vorschlag nicht durchgegangen. Nur, das ist das vorliegende Dokument. Es sei denn, SternTV hat andere Informationen, vielleicht irgendwelche internen Informationen, dass das Gesetz oder der Vorschlag anders lauten wird. Hier steht drinnen in diesem Gesetz, das auch erlaubt, ab 14 den Geschlechtseintrag zu ändern, steht genauso drinnen eine Gesetzbestimmung zur Modifikation des eigenen Körpers. So viel zum Thema, es geht hier nur um ein kleines Dokument und um meinen Namen. Ja? Also ich finde das auch nicht redlich, da diesen
diese Thematik herunterzuspielen, indem man den Leuten einfach Informationen verwehrt. Und ja, genau, es war ein Vorschlag der Grünen. Aber wenn SternTV andere neue Informationen hat, dann haben sie auch die redaktionelle Verpflichtung, darüber zu informieren. Dann hätten sie sagen müssen, ich habe mit Sven Lehmann telefoniert und er meinte, es kommt der Vorschlag fast genau gleich so, nur fehlt der Paragraph 2, wonach die Modifikation des eigenen Körpers auch normiert wird. Also unsauberer Journalismus, I can say. Eva Engelken, 50, Juristin. Sie lehnt ein neues Selbstbestimmungsgesetz komplett ab. Ich bin dagegen, dass sich jeder Herbert beim Standesamt zur Frau erklären kann. Das missachtet die Sicherheit und die Integrität und die Würde von jeder Frau und jedem Mädchen. Transfrauen sind Männer. Das Selbstbestimmungsgesetz, das nennt man Self-ID. Also man bestimmt selbst, welchen Geschlechtseintrag man haben möchte. Mit dieser Self-ID kann ein Mann zum Standesamt gehen, sich zu einer Frau erklären. Abends kann er sich in die Frauendusche, im Schwimmbad oder er kann in die Frauensauna gehen. Die Frau, die dort ist, hat keine Möglichkeit mehr, diesen Mann aus der Dusche rauszuweisen. Sie haben, ja, Sie dürfen. Also, natürlich. Sie haben ja nämlich an Hannas Lebensgeschichte auch eben mitverfolgen können, so wie sie uns das geschildert hat. Henrys, Sie sehen mich ja als Mann. Ja, ist es so? Ich weiß nicht. Also, Du hast doch gesagt, kannst mich auch als Herr Maya Corrales ansprechen. Du hast doch gesagt, Transfrauen sind Männer. Also Herr. Naja, ich... Okay. So, Hanna. wenn irgendwo ein Zweifel war daran für irgendjemanden, dass es sich vielleicht doch nicht um eine Frau handeln könnte bei ihr, dann ist dieser Zweifel jetzt beseitigt, denn das war von der Ebene so männlich dominantes Redeverhalten. Also, dass man so unter die Gürtellinie gehen kann, finde ich rhetorisch faszinierend. Ja. Eva hatte noch keine Gelegenheit, ihren Standpunkt klarzumachen. Man hätte auch einfach sich zurücklehnen können und einmal einfach zuhören. Aber es wurde sofort eingeräumt, dass weil Eva im Abspann oder im Vorspann oder in diesem Einspieler, so heißt das, weil Eva im Einspieler gesagt hat, dass Transfrauen Männer sind, und das sind sie, ja, also sie sind biologisch faktisch Männer, ja, nur weil das Gesetz ein Privileg ermöglicht für Transsexuelle, nachdem sie diese Legalfiktion haben dürfen, heißt das nicht, dass diese Männer am Ende des Tages dann wie durch Zaubertrank Frauen sind. Sie schauen vielleicht gerade in Hannas Falle sehr stark danach aus, aber sie sind es einfach nicht. Also sie sind keine Frauen, faktisch. Und ich finde das schon sehr aggressiv, da sofort einzuräumen, dass Eva, nur weil sie faktische Wahrheiten ausspricht, nicht bereit wäre, mit jemandem im Zweigespräch Mindestmaß an Höflichkeit anzuwenden. Man kann und soll in einer Gesellschaft, in einer Demokratie sagen dürfen, eine Transfrau ist ein Mann, weil es die Wahrheit ist. Aber man kann trotzdem sagen, okay, aber im Job, wenn man dann wirklich eine transidente Person hat, im Job, auch aus Professionalitätsgründen und auch weil ich vielleicht die Person mag, würde ich absolut nichts dabei finden, zu sagen, okay, jetzt in diesem individuellen Fall entscheide ich mich dazu, die gewünschten Pronomen zu verwenden und die gewünschte Ansprache zu verwenden. Ich meine, alles andere, das ist so eine perfide Unterstellung und entzieht dieser ganzen Debatte, die jetzt kommen wird, nämlich den dünnen sachlichen Grund, der noch da war. Ja? Aber es wird ab jetzt nur noch steil gehen und
Und ich finde das einfach unnötig. Es ist komplett unnötig. Und es unterstellt natürlich, Eva Engelken unterstellt es, dass sie einfach nicht nett sei. Sie ist nicht höflich genug, um diese kleine Bitte, dieses kleine Dokument und diese kleine Namensänderung oder diese kleine Pronomenänderung auszuführen. Ganz ehrlich, jeder Mensch, also keiner muss nett sein. Man soll halt, man soll sich an die Regeln halten, aber es ist so ärgerlich, unglaublich, wirklich. Was glaubt der, wer er ist? Ich wollte erstmal wissen, warum ist Ihnen das so wichtig, Hannas Lebensgeschichte als Lüge zu verunglimpfen? Weil das haben Sie gerade gesagt. Das ist also ein großer Unterschied für... Entschuldige! Und er, also ich weiß ja gar nicht, wie dieser Moderator heißt, aber ernsthaft, als Lüge verunglimpfen? Sie hat noch gar nichts gesagt. Sie hat im Einspieler gesagt, dass Transfrauen Männer sind. Sie hat in keiner Sekunde hat sie über die Lebensgeschichte einer Hanna gesprochen. Ich finde das, so unterstes Niveau. Hanna, habe ich vollstes Verständnis und... Haben Sie für sie vollstes Verständnis, weil sie aussieht wie eine Frau? Nein, weil ich individuell... Also, kann sie... Ich weiß nicht... Schon wieder unterbrochen. Unglaublich. Natürlich für jeden Menschen das Verständnis habe, dass er so leben kann, wie er oder wie sie möchte. Also persönlich definitiv. Nur, ich muss ganz klar sagen, wir machen hier kein Gesetz für Hanna und auch nicht für, ich habe den alten Namen, ist mir völlig egal. Ja, du bist für mich Hanna. Sie verstricken sich da gerade sehr doll in ihren Thesen. Das muss man wirklich sagen. Ich meine, was... Und das Publikum klatscht. Sie verstricken sich da gerade sehr doll in ihren Thesen. Ich meine, da sitzt jemand seit 2 Minuten, kann noch kein einziges Argument vorbringen und es ist sofort dieser Angriff da. Na, nenn mich doch Mann. Weil für dich bin ich ja ein Mann. Und dann so, und wenn man angesprochen wird, weil sie dreht sich ja auch zu ihr und sagt dann so, ja, also für dich und versucht das zu formulieren und also sie verstricken sich in ihren Thesen. Lass doch die Leute ausreden, Mensch. Können Sie denn Hanna als Frau akzeptieren? Ich glaube, Sie hätten Angst vor mir, wenn ich auf der Toilette wäre, oder? Kann man sich nicht? Ich habe mal eine Frage. Erst einmal die Antwort abwarten, dann die Frage. Oh, wie witzig das ist. Wow, wie witzig im Publikum wird gelacht. Wie lustig. Ich glaube, sie hätten Angst vor mir, wenn sie mich auf der Toilette sehen. Ja, wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Oder hat es eine geschlechtsangleichende... hast du deinen Penis noch oder hast du deinen Penis nicht? Vielleicht in der Toilette, aufgrund des Passings, würde man es nicht merken. Aber im Fitnessstudio, in der Dusche, wenn du reinkommst, nackt, mit einem Penis und man ist als Frau alleine drinnen. Wieso eigentlich nicht Angst haben? Da wird sich darüber lustig gemacht, über die Tatsache, dass Frauen sich vor Männern fürchten. Wenn man die Gewaltstatistiken sich ansieht, wenn man sich ansieht, wie häufig Frauen Opfer von Gewalt und vor allem sexualisierter Gewalt durch Männer werden. Prozent der Sexualstraftäter in der EU sind Männer und ihre Opfer sind zu 90% Frauen. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das ist der Grund, warum es geschlechtergetrennte Räume gibt. Wie Umkleiden für Frauen und für Männer, wie getrennte Toiletten. Frauenhäuser, auch ein Frauenraum. Für Frauen, die von ihren Männern geschlagen wurden. Sie würden von mir Angst haben in der Toilette. Echt jetzt? Echt jetzt? Woher sollen wir Frauen denn wissen, bei welchem Mann, auch transidente Männer sind Männer, bei welchem Mann
es sich denn nicht um einen gefährlichen handelt? Können wir in diesen Kopf reinschauen? Nein, wir wissen es erst, wenn es uns passiert. Und eine Studie aus Großbritannien hat belegt, dass transidente Männer und herkömmliche Männer sich komplett gleich sind, wenn es um Gewaltstatistiken geht. Also tätliches Verhalten weisen beide zu gleichen Punkten auf. Aber eine Frau, die da drinnen sitzt und einmal anfangen möchte, diese Thematik zu schildern, wird ausgelacht. Na schau, die hat lange Haare, die hat lange Haare und ja, feminisierte Gesichtszüge aufgrund von Geschlechts, von Gesichtsoperationen. Nein. Also ich sage nicht, dass sie gefährlich ist, absolut nicht. Aber man kann ja nicht, nur weil eine Person mir sagt, ja, na, also ich bin wirklich ungefährlich. Ja, okay, passt, ich glaub's dir. Aber deswegen jetzt alle Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen. Tür und Tor öffnen. Für alle möglichen Männer. Und das ist es ja. Es wird für alle möglichen Männer geöffnet. Wir sprechen hier über ein Selbstbestimmungsgesetz, was kein Hanna-Gesetz ist, sondern ein Gesetz, was jedem Mann die Möglichkeit gibt, sich zur Frau zu erklären, in die Frauensauna reinzugehen. Und wenn die Frau sagt, entschuldigen Sie, Sie haben sich in der Sauna geirrt, dann könnte dieser Mann der Frau ein Bußgeld aufdrücken von 2.500 € für Missgendern. Es geht nicht um Hanna, es geht um alle Menschen. Und es wird praktisch durch dieses Gesetz, werden alle Menschen gezwungen, eine Fiktion, eine Lüge nachzuerzählen, die... Aber unterstellen Moment, also Sie dann automatisch allen Männern, dass sie, wenn sie Frauen nackt sehen, die vergewaltigen wollen? Also was unterstellen Sie jetzt gerade? Ich als Frau... Not all men, Hashtag, ha? Huh? Also, oh Gott. Mm. Unterstellen Sie jetzt allen Männern, dass sie Frauen vergewaltigen, wenn sie nackt sind? Oder was wollen Sie jetzt unterstellen? Muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, da ist eine einzige andere Frau in dieser Gesprächsrunde. Und das Erste, was sie tut, ist, sich für alle Männer einzusetzen, die so arm sind, wenn man über sie sagt, dass sie gefährlich werden könnten, nicht alle gefährlich sind, sondern gefährlich werden könnten für Frauen, aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Statistiken. Frauen wissen ganz genau, warum es diese Räume gibt. Und dass es diese Räume gibt, ist keine Unterstellung an alle Männer, sondern eine Vorsichtsmaßnahme, weil die meisten Frauen in ihrem Leben mit gewissen Männern, mit gewalttätigen Männern, mit Sexualstraftätern zu tun hatten. Ob es sexuelle Belästigung war oder Nötigung bis hin zur Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, wenn man lesbisch ist, als lesbische Frau gehe ich doch auch mit Frauen in die Umkleide und da passiert doch nichts. Also es ist doch... Ja. Okay. Also, ich wollte eigentlich nicht rauchen währenddessen, aber ich muss mir jetzt eine anzünden. Also, wenn man lesbisch ist, geht man ja auch mit Frauen duschen. Da passiert da nichts. Was soll das jetzt heißen? Die reine Tatsache, dass man sich von einem bestimmten Geschlecht angezogen fühlt, bei Lesben die Tatsache, dass man sich von Frauen angezogen fühlt, bedeutet gleich Gewaltrisiko? Nein, eben nicht. Männer sind nicht gewalttätig gegenüber Frauen, weil sie auf sie stehen. Sie sind gewalttätig gegenüber Frauen, weil sie es können.
Ja, und oft kommt diese Gewalt auch einher mit sexualisierter Gewalt, weil ihnen dabei einer abgeht, weil ihnen die Dominanz im Geschlecht gefällt oder was weiß ich, was für perfide Gründe es noch geben könnte. Aber Lesben sind immer noch Frauen und haben bei Gott nicht ein solches Gewaltverhalten wie Männer, egal ob sie auf Frauen stehen oder nicht. Und man darf auch nicht außer Acht lassen, die körperliche Überlegenheit, die ja erst dazu führt bei manchen Männern, bei Gewalttätern, bei Vergewaltigern, dass sie es überhaupt probieren. Ja? Also im Durchschnitt sind Männer körperlich Frauen überlegener. Und diese körperliche Überlegenheit, diese überlegene Körpergröße, Muskulatur, Kraft und dergleichen ist ja dafür verantwortlich, dass sich ein Vergewaltiger erst überhaupt in diese in diesen tätlichen Angriff, in diesen sexualisierten einlässt. Weil er weiß, dass er die Frau dominieren kann körperlich. Jetzt kein Ding, dann unterstellen sie ja jedem dieser Männer, dass wenn eine Frau irgendwo nackt sieht, dann... Ah ja, und jetzt auch dieser Männer, die da alle sitzen, ne? Nur wobei die Statistik sagt auch, dass da irgendwo jemand sitzen könnte, der schon mal einer Frau was angetan hat. FKK-Strand oder in der gemischten Sauna bei mir im Fitnessstudio, passiert auch nichts. Horst Günther sagt mir guten Tag. Also eine gemischte Sauna, da gehen ja die Leute freiwillig hin, oder? Sind wir uns darauf einig? Also, da, ja, und auch der FKK-Strand. Gibt es das überhaupt noch? Nicht. Aber auch da gehen die Leute freiwillig hin. Tag und legt sich vielleicht noch ein Handtuch irgendwo hin, damit ich mich nicht unangenehm fühle. Können wir, also, ja, Moment. Ja. Können wir. Entschuldige bitte, aber warum auch diese Emotionalität? Was, sie tut ja so, als ob Menschen, Frauen und Männer, stets nackt überall sind. FKK-Strände sind auch eine Seltenheit, ja, da gehen halt immer dieselben Leute hin. Auch eine gemischte Sauna, das ist ein Ort, wo sich die Leute von sich aus entscheiden und meistens gehen dort Frauen auch mit dem Partner hin, ja, oder mit einer Gruppe von Leuten und sind dort nicht alleine. Aber sie tut so, als ob die Menschheit noch nie etwas von Femiziden oder von Vergewaltigungen gehört hätte. Als ob alle immer nackt sich in den Armen, also alle sich nackt in den Armen liegen würden und noch nie jemandem anderen, ein Mann, einer Frau etwas zu Leide getan hätte. Wenn ich versuchen, irgendwie einen konstruktiven Dialog zu führen. Ja, finde ich auch gut. Ich glaube, beide Seiten haben Argumente. Nein, das ist mit so einer Frau nicht möglich. Ja, also Serdar macht den Job von diesem Moderator oder was auch immer, als was er sich bezeichnet, und moderiert jetzt ein, weil er einsieht, dass das schon eine Diskussion ist, die aus dem Ruder läuft, weil die einzige Kontrahentin, die eine standhafte Position hat, der Gegenseite, kein einziges Mal wirklich zu Wort gekommen ist, so richtig, und kein einziges Mal zu Wort gekommen ist. Und was sagt Hannah? Das ist mit so einer Frau nicht möglich. Ja, mit so einer Frau ist das nicht möglich. Mit einer Frau, die Nein sagt, na, da rede ich nicht. Was ist das Problem? Dann sagt sie halt Nein. Dann sagt sie halt Nein. Es ist noch immer eine Demokratie. Ich finde auch ganz ehrlich, deine Wut jetzt, wir haben es kapiert, dass du wütend bist. Natürlich. Aber versuch uns miteinander zu reden, uns auszutauschen, um zu kapieren, was du willst und vielleicht auch um zu verstehen, warum sie das sagt, was sie sagt. Warte einen Moment. Ja. Ich glaube erstmal, es ist ein ziemlicher Aufwand für einen Mann, zum Amt zu gehen und sein Geschlecht ändern zu lassen, damit er Frauen in der Sauna anbaggern kann. Nee, das ist das Missverständnis. Also, Serdar, ich verstehe, woher das kommt. Dieses Argument kommt sehr häufig. Niemand würde sich den Aufwand antun und er sagt, Frauen anbaggern. Ja, es geht hier wirklich um Übergriffe und nicht nur ums Anbraten oder Anbaggern.
Und er sagt, keiner würde sich den Aufwand antun, um zum Beispiel sich Zutritt zu einem Frauenraum zu verschaffen, um dort dann eine Frau zu vergewaltigen oder sie sexuell zu belästigen. Gut, erstens, es ist kein Aufwand. Wie gesagt, dieses Gesetz bedeutet, dass man nur 10 Minuten braucht und dann hat man ein anderes Geschlecht. So, wozu könnte das führen? Das Szenario wäre ein solches. Es gibt in Deutschland und auch in Österreich das sogenannte, also ein Strafgesetz, das nur für Männer gilt. Es ist ein geschlechtsbezogenes Gesetz und regelt Exhibitionismus. Exhibitionismus ist, wenn ein Mann sich vor Personen entblößt, mit der Motivation dadurch sexuelle Erregung zu erfahren. Ja? Also dabei ist es muss die Motivation gegeben sein, dass er erregt ist. Es muss aber nicht unbedingt erfolgreich sein. Also ob da die Erregung stattfindet oder nicht, ist irrelevant. Aber das muss die Motivation sein. Okay, schauen wir uns das mal anhand eines Beispiels an. In Kalifornien hat im Juni letzten Jahres ist ein Mann in ein Spa gegangen, in den Frauenbereich, wo die Frauen nackt sind, und hat sich dort in einen Whirlpool gesetzt, wo eine Mutter mit ihrer 12-jährigen Tochter saß, mit halb erigiertem Penis. Die Mutter ist sofort raus zum Tresen, zum Eingang und hat dort sich beschwert, was ein Mann im Frauenbereich tut. Und es wurde ihr gesagt, denn in Kalifornien gilt Self-ID und die haben dort auch ein Gesetz, dass Geschlechtsidentität in sogenannten Gleichheitsgesetzen drinnen hat, wonach man nicht diskriminieren darf, jemanden aufgrund seiner Geschlechtsidentität. Und der Sauna-Mitarbeiter meinte, also dieser Spa-Mitarbeiter meinte, ich kann ihn aber nicht diskriminieren aufgrund seiner Geschlechtsidentität. Und wenn er sagt, er ist eine Frau, dann muss ich das einfach akzeptieren. Ich kann leider nichts tun. Ja? Er handelt damit rechtskonform. Nach dem Entwurf der Grünen, nach dem vorliegenden Entwurf, dem einzigen, den es bisher gibt, der Grünen, könnte die Frau mit einer Ordnungsstrafe versehen werden bis 2500 Euro aufgrund von Misgendering, weil sie ja einräumt, dass es sich nicht um eine Frau handle. Nun, was ist das Problem? Ohne dieses Self-ID wäre ganz offensichtlich, dass es sich bei dem Mann in der Sauna um einen Exhibitionisten handelt. Nur was tut man denn jetzt? Wenn ein Exhibitionist fortan einfach einmal zum Amt geht und sich als Frau eintragen lässt, umgeht er die Strafe des Exhibitionismus und kann einfach in eine Sauna gehen, wo nur Frauen sind und Mädchen, Minderjährige, und dort erregt sein, aufgrund der Tatsache, dass er sich vor Frauen entblößt. Im Fall in Kalifornien war es dann so, dass die liberalen Medien alle behauptet haben, dass diese Frau lügen würde und das aufgrund von purer Transphobie, dass sogar der ganze Vorfall erfunden sei. 3 Monate später kam es zu einer Gerichtsverhandlung, wo der Täter, ein Sexualstraftäter, hat sich herausgestellt, der schon öfter auch wegen Exhibitionismus verurteilt wurde in den USA, abermals verurteilt wurde. Er hatte auch seinen Geschlechtseintrag einfach ändern lassen per geschlechtlicher Selbstidentifikation. Hätte dieser Mann, ja, weil man wusste dann eben, dadurch, dass er schon diese Delikte in den Jahren davor hatte, war es einfach zu sagen, okay, der hat das schon öfter gemacht, also ja, klar, es handelt sich um einen Exhibitionisten. Aber was ist, wenn noch keine Straftat in der Vergangenheit liegt? Woran erkennt man denn dann exhibitionistisches Verhalten zum Beispiel? Also,
Zweitens gibt es auch gemischte Saunas, in die man als Mann kann, um Frauen anzubaggern. Ja, also das fände ich einfacher, den Weg ehrlich gesagt. Aber die Frau, also die drittens, ich bin noch nicht. Ja, aber es geht nicht nur ums Anbaggern, Sarah. Es geht nicht nur ums Anbaggern, ja? Wenn ich in meinem Fitnessstudio um 7 Uhr früh alleine in der Dusche bin, bevor ich in die Arbeit gehe, und die Tür der Umkleidekabine fällt ins Schloss, dann stockt mir der Atem. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es jeder Frau in diesem Moment so geht. Wer ist da reingekommen? Wie könnte ich aus so einer Situation schnell raus? Und wenn in diesem Moment nicht eine Frau in die Dusche käme, sondern ein Mann, ich würde sofort meine Sachen packen und rauslaufen, ja? Aus Höflichkeit dann noch 5 Minuten rumstehen, nackt? Na. Nein. Ich weiß nicht. Und drittens, ich glaube, das, was sie sagt, ist ein ganz anderes Thema. Es geht hier um eine Identität und nicht darum, um eine Masche, die man erfindet, um irgendwen abzugraben, sondern sie hat ein Identitätsproblem, will ich es jetzt gar nicht nennen, sondern eine Auseinandersetzung mit sich oder Identitätsstörung, sagst du selbst. Und sie will in einem einfachen Weg diese Identität geltend machen. Ja. Und sie vermischen das mit einem komplett anderen Problem. Und deswegen würde ich sagen... Es ist nicht ein komplett anderes Problem. Nein. Tatsächlich ist es so, dass Gesetze auch kollidieren können, dass es Konflikte geben kann, ja. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man einer Gruppe von Menschen erlaubt, innerhalb von 10 Minuten ohne jeden Beweis sein Geschlecht ändern zu lassen, dann erlaubt man es nicht nur diesen Leuten, sondern allen Menschen. Und mit allen Menschen sind auch alle Männer gemeint und mit allen Männern sind auch jene gemeint, die sehr wohl diese 10 Minuten in Kauf nehmen, wenn sie wissen, dass sie dadurch ungefragt und ohne jedes Problem sich Zutritt zu diversen Frauenräumen verschaffen können. Weiß nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Trennen wir das Ganze voneinander. Trennen wir das Ganze gehen voneinander. Sie einen Schritt auf sie zu, dann geht sie auch einen Schritt auf sie zu. Das waren jetzt total viele Themen schon mal, ja? Also, das eine Thema ist tatsächlich... Bei den Grünen. Die Grünen sind Moment. Und für Waffenlieferung. Jetzt ist Frau Engelke nochmal dran. Jetzt bin ich dran. So, also, wovon wir sprechen, ist wir von einem Gesetz. Ja? Ein Gesetz, das gilt für alle Menschen. Und dieses Gesetz, was jedem Mann erlaubt, sich in einen Frauenknast... Nicht von in eine, jetzt bin ich ja gerade dran. Okay, jetzt lassen wir Frau Engelke einmal den Gedanken zählen. Nein. Aber das kann man nicht sagen. Sie reden ja von Männern und nicht von transidenten Frauen. Und diese populistische Sprache, die Sie da gerade anwenden, von wegen ein Vergewaltiger, der wird auch eine Frau auf der Straße vergewaltigen können. Dazu muss man nicht sein Geschlecht ändern. Dafür hat man Frauenschutzräume, dass eine Frau sagen kann, geh bitte aus dieser Frau raus. Ein Frauenschutzraum ist ein Raum, der eine Frau schützt vor Gewalt. Genau. Und wenn ein WC, eine Toilette ist das eben nicht. Und es gibt der paritätische Verband in Deutschland. Also, er hält das keine Sekunde aus, dass sie spricht. Keine einzige Sekunde hält er es aus. Keine einzige Sekunde. Bist du deppert? Deutschland, der regelt ein Drittel aller Frauenschutzräume, sprich Frauenhäuser, werden vom paritätischen Verband geleitet und der hat nämlich festgestellt, dass es kein Eingriff gab. Also ich glaube, selbst Frauenschutzräume. Hanna, ich glaube, es gibt Frauenräume. Ich sage gerade, ich argumentiere gerade aus Sicht aus Frauen, ja, und du sprichst mir die ganze Zeit ab. Frauenschutzräume. Ja, Frauenschutzräume sind keine Toiletten, sondern nämlich Frauenhäuser und da wurde gesagt vom paritätischen Verband, dass es keine Vorfälle gab. Und was ist mit Knast? Was ist mit Frauenknast? Wenn eine Frau im Knast kommt, ein Vergewaltiger sich als Frau, die in diesen Knast kommt, gehört in Einzelhaft. Machen wir mal ganz kurz, wir haben Irland. Ja, wir haben Irland. Boah, es ist so unerträglich. Erstens, Einzelhaft. Ernsthaft? Gibt es da keine menschenrechtlichen Bedenken? Das ist so unmenschlich, dass man sagt, okay, kommen alle in Einzelhaft. Alle kommen in Einzelhaft. Unfassbar. Nein, aber auch Frauentoiletten sind Frauenschutzräume. Ja, man wird das gar nicht glauben, aber es ist so. Tatsache ist, dass es
in Großbritannien, die Suffragetten waren, die damals Frauentoiletten im öffentlichen Bereich gefordert haben. Ja? Denn es gab diesen sogenannten Urinary Leash, der nur vorsah, dass nur Pissoirs im öffentlichen Bereich gebaut werden. Und das führte dann eben dazu, dass Frauen ganz in einem engen Umkreis ums eigene Zuhause, also gebunden waren. Und deswegen nicht weit reisen konnten oder weitere Erledigungen machen konnten, die länger dauern, weil sie nirgends auf die Toilette gehen konnten im öffentlichen Bereich. Ja? Und mal davon abgesehen, dass Frauen, wenn sie auf die Toilette gehen, nicht nur schnell mal Hose runter und erledigt ist, sondern auch menstruieren einmal im Monat und das schon eine gewisse Privatsphäre verlangt. Und manche Frauen, man wird es gar nicht glauben, sind schwanger und können eine Fehlgeburt haben. Und die kündigt sich nicht nur am Abend, wenn man zu Hause ist, an. Die kann man in der Arbeit haben, die kann man draußen in einem Einkaufszentrum haben, überall, ja. Und das da so lapidar zu sagen, dass es keine Schutzräume sind, natürlich sind es Schutzräume. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in Camps, in Flüchtlingscamps, wenn die baulich geplant werden, die Frauen- und Kindertoiletten diametral entgegen Männertoiletten gebaut werden. Also sie sind ganz am anderen Ende vom Camp, weil es sonst, und das weiß man, zu Übergriffen gegen Frauen und Kinder kommt, sexuellen Übergriffen. Wenn die Männer denselben Weg zur selben Toilette zum Beispiel haben und dann dort einfach, wenn keiner schaut, jemanden abgreifen können. Übrigens empfiehlt die UNICEF in Entwicklungsländern zum Beispiel, dass in Schulen eigene Toiletten für Mädchen gebaut werden sollen, weil das, und das weiß man auch, die Zahl der Mädchen, die in die Schule gehen, erhöhen würde. Nur die Toilette. Und in Hamburg wollen sie jetzt an den Schulen geschlechtsneutrale Toiletten machen, aus den Mädelstoiletten. Ja, wie wird es denn dann in Schulen sein? In Irland, da haben wir Self-ID. Ein Sexualstraftäter namens Barbie Kardashian identifiziert sich als Frau in der Frauenknast. Der gehört in Einzelhaft und Punkt. Ja, genau. Fertig. Und der als Frau ist im Frauenknast. Findest du das gut? Der soll in Einzelhaft und Punkt. Fertig. Der soll, aus, ja, der soll, das ist schön. Ist. Punkt. Und ja, der sie soll, der soll, das ist genauso, wenn ich sage, wir nehmen keine geflüchteten Menschen auf, weil sie unsere Frauen vergewaltigen. Das ist Populismus, der gehört in die AfD und nicht ins Ring Grün. Moment, ja. Jetzt versuchen wir es vielleicht doch wieder miteinander zuhören. Wenn Sie die Frauenschutzräume also so wichtig reklamieren, und das sind Sie mit. Wenn Sie die Frauenschutzräume allzu wichtig reklamieren. Fassbar. Oh Gott, dass das möglich ist. 2022, deutsches Fernsehen. Sie am Ende doch für Sie nur ein Mann in Verkleidung. Nochmal, wir sprechen nicht über Hannah. Wir sprechen. Das hat sie gar nicht gesagt. Hat sie das gesagt? Das ist so unredlich. Oh mein Gott. Hat sie das gesagt? Nein, hat sie nicht gesagt. Das, was sie sagt, ist aus Sicht der Frau in diesen sensiblen Räumen, ja, muss auf das biologische Geschlecht abgestellt werden. Eine Frau sollte das Recht haben zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass transidente Männer in die Frauendusche kommen können. Übrigens, der Großteil, die überwiegende Mehrheit der transidenten Männer haben ihren Penis noch. So wie Hannah. Über ein Gesetz, was für jede Frau auf diesem Planeten, also jede vergewaltigte Frau, die in einem Frauenschutzraum ist, in die sich ein Mann, der dann sagt, ein bärtiger Mann, ein Sexualstraftäter, der was mit meinem Freund, der Transmann ist. Aber, pass auf, mich hat ein Mann vergewaltigt als 17-jähriges Mädchen, wo ich in seiner Wohnung war. Ich bin in den Raum gegangen, ja? Also ja. Es ist scheißegal, wo man als Frau hin. Okay. Geht, diese Wichser sind überall, sind vielleicht ja. Eine Familie, vielleicht ein Onkel, vielleicht irgendwer, so. Okay, Moment einmal, erstens, schon wieder unterbrochen, zweitens, es wird geschrien, sie wird niedergeschrien, drittens, hast du nicht vor, ein paar Minuten noch gesagt, unterstellen sie allen Namen
unschuldigen Männern in diesem Studio hier Vergewaltiger zu sein. Und auf einmal sagt sie selber, diese Wichser, auf einmal ist sie emotional. Auf einmal, ich glaube, es hat sie vielleicht, keine Ahnung, es hat sie auf einmal doch die Tatsache ereilt, dass wir in dieser Welt leben, in der wir leben als Frauen. Und also diese Wichser gibt es in der Familie, im Onkel oder im Umfeld, unter Freunden. Ja, ey, das ist eher ein Problem, ja. Das ist ein Problem, genau. Man kann als Frau nicht immer, oder man kann als Frau eigentlich nie wissen, ob es sich bei dem Mann, der einem gegenüber ist, um eine Vergewaltiger handelt. Ja? Das kann irgendwann auch der eigene Ehemann sein. Deswegen gibt es auch zum Beispiel den Straftatbestand der innerehelichen Vergewaltigung. In Österreich erst seit 1997, in Deutschland seit 1988 oder 89. Ja? Davor war das nicht strafbar, weil man da sagte, ach, der eigene Ehemann, der kann dich doch nicht vergewaltigen, der hat ein Recht auf deinen Körper. So nämlich. Mhm. Das kann auch irgendwann der eigene Ehemann sein, der dich vergewaltigt. Es kann sein, dass es ein Freund ist, der eine Situation ausnutzt, wenn du betrunken bist oder traurig und dich dann nötigt. Ja, natürlich. Können all diese Männer sein, die schon in deinen Räumen sich aufhalten. Es kann ein Date sein. Es kann jemand sein, mit dem man sich eigentlich ganz gut versteht und am Ende vergewaltigt er einen einfach. Ja, kann alles sein. Stimmt. Und deswegen öffnen wir jetzt auch all diese anderen Räume, die es gibt, die uns zumindest davor bewahren sollten, im öffentlichen Raum, nachts, aber auch tagsüber, in der Arbeit, nicht angegriffen zu werden. Es gibt übrigens auch Arbeitsschutzgesetze, ja, die normieren, dass es auch Frauentoiletten geben muss, also geschlechtergetrennte Toiletten. Was macht man mit diesen Gesetzen nach Self-ID? Was macht man danach? Die, keine Ahnung, Lidl-Arbeiterin? Muss die dann mit ihrem sexistischen Chef auf die Toilette gehen? Oder Fabriksarbeiterinnen? Müssen die dann mit Männern auf die Toilette gehen? Und wozu würde das dann führen? Und es muss nicht einmal zu einem Angriff kommen, es muss nur sexuelle Belästigung sein. Ein paar blöde Bemerkungen, immer am Klo warten, blöd schauen. Und wozu führt das dann? Dass sich die Frau nicht mehr wohlfühlt an ihrem eigenen Arbeitsplatz. Noch nicht einmal beim Klo fühlt sie sich dann wohl. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Raum, eine Toilette ist ein kleiner Raum, wo auch mal ganz lange niemand reinkommt. Ja? Würdest du dich, also dann würden Sie... Entschuldigung, das ist jetzt echt männerfeindlich hier. Das würdest du... Naja, gut, wir sprechen jetzt... Ich bin kein Wichser. Und wieder Gelächter, männerfeindlich. Immer, wenn man davon redet, dass Männer, also nicht alle Männer, aber das ist doch... Ja, also Zahlen... sprechen ja die Wahrheit. Es gibt so viele Frauen, die genau das erlebt haben. Es wird ja nicht alles derselbe Mann gewesen sein, der das getan hat. Versuche einen Moment ernst zu bleiben, Stella. Es hat für mich überhaupt nichts damit zu tun, dass es jetzt auf irgendwie den Mann oder so geschoben wird. Ich bin der Meinung, Vergewaltiger gehören in Einzelhaft, das auf jeden Fall. Aber ich verstehe nicht, warum... Okay, noch einmal, Einzelhaft. Erstens, wie soll das gehen, ressourcentechnisch, ja, also ist wahrscheinlich nicht immer möglich. Und es ist auch aus humanistischer Sicht fragwürdig. Sollen die jetzt alle jahrelang in einer Zelle sitzen und nie den anderen treffen, oder was? Es gibt ja auch Gemeinschaftsräume im Gefängnis. Also, keine Ahnung. So... unterste Gürtellinie. Es ist doch nicht so, dass jemand heute entscheidet, ach, ich möchte eine Frau sein und ich bin jetzt eine Frau. Das ist doch, es sind doch eine Tür für Missbraucher, die das ausnutzen. Ich wurde geboren, ein Arzt, ich möchte es aussprechen. Darf ich? Aussprechen. Okay. Jemand wurde geboren, ihm wurde ein Geschlecht zugewiesen. Ab dem Kindergartenalter. Okay, Geschlecht wird nicht zugewiesen, Geschlecht wird festgestellt. Okay, wenn jemand auf die Welt kommt, dann gibt es eigentlich gar nicht so, wenn es auf die Welt kommt,
sondern schon im Ultraschall. Da wird einfach festgestellt, der Mädchen ist ein Bub. Das wird nicht zugewiesen. Ja, das wird einfach nicht zugewiesen. Wird festgestellt. Da hat das dieser Mensch wurde nicht zugewiesen. Ich das Geschlecht ist ab der Verschmelzung von Eizelle und Spermium steht das fest. So, dann habe ich das Wissen. Dann habe ich das Wissen. Meine Klassenkameradin Clara, wir haben es alle ab der zweiten Klasse gesehen, dass sie eine Frau ist. Heute kann sie es endlich sein, hat aber immer noch nicht den Status in ihrem Pass. Kämpft dafür, dass dieses Gesetz verändert wird. Warum müssen wir davon ausgehen, dass das eine freie Entscheidung von einem Mann ist, damit er zu den Frauen geht? Warum sagen wir nicht und glauben den Menschen und sagen, Mann, ich glaube dir, dass du weißt, dass du ein Geschlecht bekommen hast, was du nicht bist? Weil wir nicht über diesen kleinen Teil von Menschen mit einer Körperidentifikationsstörung und Transsexuellen sprechen, sondern weil wir eben für alle sprechen, die dieses Gesetz ausnutzen. Wir öffnen hier ein Scheunentor für Missbrauch. Also, Wir sagen nur, dass wir allen Menschen das Recht zugestehen, über diese geschlechtliche Identität selbst zu befinden und nicht durch einen amtlichen oder gerichtlichen Prüfung. Ja, okay, Leute. Oh, echt, ich weiß nicht, die wollen das einfach alle nicht verstehen. So, ein Gesetz sagt, hallo, ich bin ein Gesetz und ich gelte für den, den, den und den. Okay? Passt. Und das Gesetz in diesem Fall sagt, hallo, ich bin ein Gesetz und ich gelte für alle. Für alle. Okay? Für alle. Es steht nicht drinnen, wir wollen Menschen, also diese, ich glaube mittlerweile machen sie es absichtlich, denn so schwer kann das doch nicht zu verstehen sein, dass dieses Gesetz für alle gilt, ja? Und selbst jene Männer, ja, die gar nicht sich diese Mühe machen, diese 10 Minuten aufs Amt zu spazieren und diesen Geschlechtseintrag ändern zu lassen, selbst jene, die sich das nicht antun, und dann trotzdem sich Zugang oder Zutritt zu Frauenräumen verschaffen, um dort zum Beispiel ihr Schindluder zu treiben, können das dann machen. Warum? Weil der Gesetzgeber und damit alle staatlichen Einrichtungen, alle Unternehmen, alle Betriebe, auch wie in vielen Ländern, wo Geschlechtsidentität auch in den Gleichheitssatz mit reingenommen wurde, nicht mehr diskriminieren dürfen aufgrund der Geschlechtsidentität. Ja? Und was machen die? Die passen sofort bauliche Strukturen an. Die schaffen die geschlechtergetrennten Toiletten ab. Oder sie lassen sie pro forma da, aber würden niemals jemanden, der sich verirrt, nachgehen, um zu schauen, was der da drinnen macht. Oder, also wenn ein Mann dann, sagen wir, 3 Uhr früh Tankstelle, man ist auf Reisen, man geht auf die Toilette und mir folgt ein Mann auf die Toilette nach. Heutzutage, weil es auch eine gesellschaftliche Norm ist, die zwar so nicht im Gesetz steht, ja, bitte habt alle, oder bitte schaut alle nach, wenn ein Mann sich auf eine Frauentoilette verläuft, geht hinterher, sonst gibt es eine Unterlassungsanzeige oder so. Ja, also es ist jetzt nicht im Gesetz normiert, diese Norm, diese gesellschaftliche durchsetzt, aber es gibt sie, es gibt diese Frauentoiletten, es gibt Männertoiletten fast überall. Und wenn jetzt ein Mann mir nachfolgen würde, gehe ich davon aus, dass mir der Tankwart vielleicht Hilfe kommt, um zu schauen, okay, warum ist der da jetzt reingegangen? Hat er sich nur vertan? Ist er betrunken? Oder führt er was im Schilde, weil er sich denkt, okay, es ist 3 Uhr früh, da wird jetzt sicher 15 Minuten niemand reingehen. Und wenn er es nicht macht, wenn ich mich befreien kann, rauslaufe und dann ihm schreie, will ich nicht hören, oh, jetzt ruft mal die Polizei, weil du hast misgendert. Ja? Ich weiß nicht, warum das Leuten einfach nicht klar ist. Prüfungsprozess gehen zu müssen, der auch erniedrigend und quälend sein kann. So habe ich das heute von Hannah gelernt. Darf ich noch was jede Frau, die eine Brustvergrößerung oder eine Brustverkleinerung haben muss, die muss ein elendlanges Verfahren durchmachen, damit die diese Brustverkleinerung kriegt. Das ist ein medizinischer Eingriff und keine Identität. Bin ich zum Arzt gegangen und habe Geld hingelegt und das war jetzt nicht einfach. Und Menschen, die sich als trans definieren, die wollen, dass die Krankenkasse das alles bezahlt. Ja, aber und zwar ich ohne jeden Eindruck. Ja, oder die Operation selber bezahlen. Ja, aber ich mache einen salomonischen Vorschlag. Entschuldige, aber die Diskussion, ernsthaft, der Moderator
Weil hier jetzt Unmut an vielen Stellen ausbricht und schon die ersten Demonstrationen im Publikum beginnen. Wir reichen die Frage mal an Sie zu Hause weiter. Sie haben sich einen Eindruck über die Argumente verschaffen können und wir wollen von Ihnen wissen, sollte jeder beim Amt sein oder ihr Geschlecht selbst bestimmen dürfen. Den QR-Code mit dem Handy einmal scannen und das führt Sie zum Voting oder Sie gehen auf sterntv.de und dann geben wir Ihr Ergebnis in diese Runde gleich in wenigen Minuten weiter. Wir atmen einmal kurz durch und dann gibt's gleich das Ergebnis. Das ist gewesen vor der Werbung, als wir hier darüber diskutiert haben, das geplante Selbstbestimmungsgesetz, das transsexuellen oder transidenten Menschen erleichtern soll, ihre Geschlechtsidentität beim Amt zu ändern. Und wir hatten Sie gefragt, sollte jede beim Amt sein oder ihr Geschlecht selbst bestimmen dürfen? Die Beteiligung war enorm. Rund 14.000 Menschen haben sich beteiligt. Und das ist Ihr Ergebnis. Sollte das möglich sein? Ja oder nein? Und ja sagen 38,7. Eine Mehrheit sagt nein, selbstbestimmt einfach zum Amt gehen. Offensichtlich. Haben die Zuseher genau verstanden, was da passiert ist. Da wird eine Person Widerrede äußert, niedergeschrien, unterbrochen. Es werden Dinge gesagt, wie mit so einer Person kann man nicht diskutieren. Und der Moderator stellt sich bis zum Schluss auf die Seite, die durchgedrückt werden soll. Das ist das, was passiert ist. Das wollen die Menschen nicht. Kann sich jeder Mensch, dazu muss man kein Biologe sein, kein Mediziner, keine Juristin, jeder Mensch ist in der Lage, sich selbst eine Meinung zu bilden und seinen Standpunkt zu vertreten. Und wenn Menschen sagen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass Männer einfach so in eine Frauensauna spazieren können, weil sie sagen, sie sind eine Frau, ohne Hormone, ohne OPs. Wir wollen das nicht. 61,3%. Und offensichtlich war die Redaktion so überrascht darüber, dass sie 61,3% unter der 60%-Linie enden haben lassen. Tausend Leute haben abgestimmt. Innerhalb von wenigen Minuten. Und das, obwohl einzige Person, die Widerrede gab, nicht zu Wort gelassen wurde. Und das Geschlecht ändern, das sollte so nicht möglich sein. Um jetzt hier keine neuen Gräben aufzureißen, die uns weit in den frühen Morgen hineintragen würden, würde ich das einfach mal als Momentaufnahme so stehen lassen und bedanke mich ganz herzlich, dass das Gespräch, soweit es möglich war, möglich war. Das war nicht möglich. Ganz, ganz herzlichen Dank, Hanna Corrales, fürs hier sein. Und ich hoffe, dass auch weiterhin die Menschen in diesem Land erkennen, dass es in allen anderen... Also, er ist gerade dabei, sich zu verabschieden und sie... nimmt sich einfach wieder das Wort, wenn ich es rede. Europäischen, vielen anderen europäischen Ländern auch keine Probleme gab, dieses Gesetz durchzuführen. Das ist eine Lüge. Es gibt genug Probleme in diesen Ländern, wo Self-ID schon existiert. Das ist auch nicht missbraucht wurde und hoffe, dass die Menschen auf der Straße... In der Schweiz, 3 Tage, also das war innerhalb von 3 Tagen, nachdem es in Kraft war, wurde es schon missbraucht, nämlich für einen früheren Pensionsantritt. Das sind die harmloseren Dinge. Aber die Sexualstraftäter... die sich in Frauengefängnissen überweisen ließen. Oh Gott. Keine neue Diskussion durch die Hintertür. Nein. Ich komme in Teufelsküche. Nein. Und herzlichen Dank fürs Hiersein und fürs streitbare Mitreden, Eva Engelken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich darf trotzdem noch was sagen. Es ist ab 14, es ist eine Unwahrheit gesagt worden. Das neue Selbstbestimmungsgesetz soll die Geschlechtsänderung ab 14 erlauben und in die Gabe von Hormonen und die Gabe von Operationen. Das wird von Transaktivisten immer nicht. Es geht auch, ja, natürlich, es geht immer noch das neue Dokument. Selbstbestimmungsgesetz. Es Dokument und wir sind nicht mehr über das transsexuelle Gesetz, sondern wir sprechen hier über das. Das also, geht nicht, dass es Transaktivisten gerät. Wir werden auf sterntv.de im Faktencheck nachliefern, was momentan diskutiert wird, aber noch gibt es ja verschiedene Entwürfe, noch gibt es dieses Gesetz nicht. Aber wir werden. Okay. Der Moderator muss noch einen Faktencheck darüber machen, was diskutiert wird.
Tatsache ist, und das habe ich eingangs schon gesagt, Tatsache ist, dass das Einzige ist, was da ist. Und es macht durchaus, es ist durchaus vernünftig, das, was schon da ist, zu besprechen. Denn einfach zu behaupten, wie jetzt zum Beispiel Hannah, dass die OPs und die Hormongabe gar nicht Teil dieses Gesetzes sind. Woher weiß sie, müsste das dann, also sie müsste das dann ja, mit Beweisen untermauern. Hat sie mit Sven Lehmann gesprochen? Hat er ihr das gesagt? Dass dieser ganze Paragraph, ich zeige ihn euch nochmal jetzt zum Ende, dass dieser ganze Paragraph 2 gestrichen wird. Weil es ist nun mal so, dass das der einzige Vorschlag ist und der ist nur ein Jahr alt. Ja, ich weiß nicht, was sich da groß bei den Grünen geändert haben soll. Ja, sie sind in einer Koalition jetzt mit der SPD, aber wir wissen nicht, was dann überbleibt von diesem Vorschlag oder wohl hinzukommt. Deswegen macht es schon Sinn, diesen Vorschlag zu diskutieren. Ich weiß nicht, warum ist es dann sonst legitim zu diskutieren, eben, dass es überhaupt kommen soll und diese ab 14, diese Altersgeschichte. Man kann doch nicht Cherry-Picking machen, so, okay, na, uns gefallen eigentlich nur die oberen Paragraphen, deswegen diskutieren wir, machen wir nur das zum Gegenstand der Diskussion und die anderen Paragraphen. Über das Offenbarungsverbot wurde gar nicht geredet. Das ist ja auch ein Riesenbrocken mit dem Offenbarungsverbot, über das wurde gar nicht geredet. Das würde Beamte treffen, die alten Namen, weil es scheinbar so traumatisierend ist, ja, um alten Namen nur zu hören, dürfen auch Beamte den Namen nicht in Dokumenten führen. Oder am Ende hier nochmal dieser Absatz, wonach, genau, Ordnungswidrigkeiten, wonach man 2500 Euro zu zahlen hat, wenn man jemanden misgendert. Auch das war gar nicht Gegenstand der Diskussion. Warum denn nicht? Warum nicht? Ja, also, wenn es einen neuen Stand gibt, dann reden wir über den neuesten Stand. Aber es ist durchaus vernünftig, wenn die Grünen und die FPD, immerhin zwei von drei Parteien, die jetzt in Deutschland in der Koalition sind, vor einem Jahr einen fast deckungsgleichen Vorschlag gebracht haben. Und dann so, nein, über das diskutieren wir nicht. Wir diskutieren nur über das, was halbwegs beim Zuseher ankommen würde. Und ist es eh nicht. Das ist eh nicht angekommen, Gott sei Dank. Genau, Faktencheck. Den zeige ich euch noch schnell. Hier, in der Sendung Stern TV am Sonntag vom 29.05.2022 wurde in der Diskussion zum Thema Transsexuellengesetz von Talkgast Engelken der Eindruck erweckt, dass im neuen Selbstbestimmungsgesetz der Ampelregierung festgelegt wäre, dass transidente Menschen ab 14 geschlechtsangleichende Maßnahmen durchführen könnten und dürften. Dies ohne die Zustimmung ihrer Eltern und ohne psychologische Gutachten. Erstens, ja, erstens werden die geschlechtsangleichenden OPs schon gemacht, auch bei unter 18-Jährigen. Hormone sowieso, Hormone werden schon gegeben. Und es gibt in dem Gesetz zwei Paragraphen, die von Hormonen und Modifikation, Körpermodifikation reden. Und das Gesetz gilt für ab 14. Ich weiß nicht, warum Eindruck erweckt. Das ist der vorliegende Vorschlag. Genau, einen solchen Entwurf gibt es noch nicht. Doch, den gibt es. Den gibt es von den Grünen und von der FDP. Und ja, es gibt nur nicht den von der jetzigen Bundesregierung, weil die so lange auf sich warten lässt damit. Aber wir werden ja dann sehen, was drinnen steht. Okay, wir werden das die Regierung hat scheinbar geäußert, wir werden das Transsexuellengesetz abschaffen, durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Dazu gehören ein Verfahren beim Standesamt, das Ändern des Geschlechtseintrags grundsätzlich per Selbstauskunft möglich macht, ein erweitertes und sanktionsbewährtes Offenbarungsverbot, das kommt auch rein, und Stärkung der Aufklärungsberatungsangebote. Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der Krankenkasse bezahlt werden. Genau, also und dann Punkte dazwischen. Also das nehmen sie scheinbar zum Anlass zu sagen, dass es nicht um die Körpermodifikationen gehen soll in dem Gesetz. Wir werden ja sehen. Aber es dann so hinzustellen, dass das komplette
Fake News war, finde ich einfach unredlich. Also man kann als, was hat man denn als Bürgerin, außer die Gesetzesvorschläge, die auf der Deutschland-Bundestag-Seite zum Download zur Verfügung stehen und ja, die eigene Vernunft, die Fähigkeit, eins und eins zusammenzuzählen. Wenn zwei Parteien von dreien vor einem Jahr Vorschläge gebracht haben, wo das vorhanden war, nämlich die Körpermodifikation und die Gabe von Hormonen, dann kann man davon ausgehen, dass das so bleiben wird, es sei denn, die Regierung sagt explizit, dass es nicht so kommen wird. Das war's. Das war die Sendung, diese schreckliche, schreckliche Sendung. Ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft möglich sein wird, diese Debatte zu führen, ohne von allen Seiten angegriffen zu werden, niedergeschrien zu werden, vom Moderator diskreditiert zu werden, dass einem Worte in den Mund gelegt werden, die man so nicht gesagt hat. Und ja, dass es möglich ist, das Thema Kinderschutz und Frauenschutz in Bezug auf dieses Gesetz ordentlich zu diskutieren. Ohne dass alle komplett steil gehen, das wird ja wohl möglich sein in einer demokratischen Gesellschaft.